Echt jetzt? 120 Euro, weil ich in Österreich keine Vignette hatte? In Österreich ohne Vignette zu fahren, kann richtig teuer werden. 120 Euro ist hier noch die günstigste Variante. Wenn ihr nicht fristgerecht bezahlt, dann drohen sogar 300 Euro und mehr. Eine Vignette braucht ihr immer dann, wenn ihr in Österreich mautpflichtige Straßen nutzt. Schaut euch also am besten noch vor der Reise an, wo ihr genau langfahren wollt und ob ihr hier eine Maut bezahlen müsst. Es gibt nämlich teilweise auch Sondermautstrecken, bei denen ihr noch zusätzlich zu der gekauften Vignette nochmal eine Maut bezahlen müsst. Die Vignette gibt es elektronisch oder als Pickerl zum Aufkleben. Bei der Vignette zum Aufkleben ist eine Anleitung auf der Rückseite, wie und wo ihr kleben müsst. Denn auch wenn ihr sie falsch befestigt, zählt es so, als ob ihr sie gar nicht gekauft hättet und ihr müsst die Ersatzmaut in Höhe von 120 Euro bezahlen. Wenn ihr euch für die elektronische Vignette entscheidet, dann checkt am besten zweimal, ob ihr auch wirklich das richtige Kennzeichen eingegeben habt. Denn Zahlendreher sind schnell passiert und führen dazu, dass für euer Fahrzeug dann eben gerade keine Mautzahlung registriert wurde.